Jo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Showdown. Heute im Enyo, wie sich das Metamorphosis gewünscht hat. Ich habe keine Ahnung von Enyo, deswegen kann ich euch auch nicht so viel zu dem Team sagen. Ich habe mir das einfach nur kopiert von den Sample-Teams. Es sah ganz cool aus. Was ich mitbekommen habe, ist, dass Irisium ziemlich gut ist in dem Tier. Und dass man zusammen mit Renilux ganz gut die Fire-Types wegchippt, durch die man dann durchbrechen kann. Außerdem ist mir aufgefallen, dass diese vier zusammen irgendwie defensiv super stabil sehen, also stehen. Also es ist quasi Fat Balance. Slowpoke sowieso total interessant, dass das Vieh im Enyo ist. Und ja, und Incineroar freue ich mich drauf, das zu benutzen. Steelix, ja, ein cooles Mon auch. Mehr kann ich zu dem Team nicht sagen. Ihr habt die Sets alle kurz eingeblendet gesehen. Ich würde euch gerne mehr zu dem Team erzählen, aber dafür müsste ich mehr verstehen. Ich bin auf knapp 1300 jetzt auf der Letter. Ich kann es euch gleich genau sagen. Und zwar bin ich auf Enyo 1268, sprich Low Letter. Aber was soll's, ich weiß auch nicht, wo im Enyo so die guten Letterpunkte losgehen, weil ich mir nicht angeguckt habe, wo die Letter aktuell so ist, aber ist ja auch egal. Der hat einen Sichlor und diesen Käfer. Ich möchte auf jeden Fall Rox, und ich sehe jetzt nicht so viel, was mich daran hindern könnte, Rox mit Steelix zu legen, deswegen will ich damit leaden. Also er könnte halt Slowking leaden, aber selbst dann gehe ich einfach Slowpro, deswegen ich lead ja mit Steelix und versuche die Rocks rauszubekommen. Er hat auch keine Removal, oder? Also Sichlor könnte zwar defoggen, aber dann habe ich ja schon mal meine 50% auf Sichlor plus eine Runde, in der es defoggen muss, weshalb ich damit schon sehr zufrieden wäre. Also, Steelix scheint ja einfach ein guter Lead zu sein. Ich setze den Boy auf einen Timer. Wunderbar. Dann schreibt mir noch diese schönen GLHF. Auch wenn ich eigentlich gar nicht will, dass mein Gegner Glück hat. Einfach damit er sich gut fühlt. Vielleicht schreibt er ein U2. Dann hacken wir ihn weg, weil er U2 geschrieben hat. Ganz einfach. Und ja, ich würde jetzt gerne irgendwie dieses Team analysieren oder so. Aber ja, was kann man sagen? Ich kann ja mal sagen, was ich von den Mons weiß. Miltank mit Speckschicht bzw. Vegetarier, eine Wall, die ein paar Resistenzen bzw. eine Immunität ziemlich gratis dazu bekommen kann. Und er hat ja gut mein Lead predicted, nehme ich an. Aber da haben wir Slowpro für. Und ja, gehen da einfach raus. Ich gehe die anderen Mons jetzt nicht mehr durch. Lorb. Okay, dann. Ich möchte eigentlich einfach mal Scald rausfeuern. Wir haben eh den Regenerator. Wenn er drin bleibt, können wir uns danach immer noch heilen, weil Scald ist gegen vieles in seinem Team relativ schön. Gerade wenn es Sichlor geht, was ich mir gut vorstellen könnte, da so ein Burn wäre schon angenehm. Igitt, er geht hart Miltank, das hat 100 pro Toxic. Oder er geht für Rocks. Jetzt ist die Frage, gehe ich Steelix oder Virizion? Virizion kann nicht so gut durchbrechen wegen dem Sichlor. Und Steelix kriegt die Rocks, die ich unbedingt haben möchte, selbst wenn er auch Rocks legt. Er geht direkt auf Seismiktus. Okay. Okay. Interessanter Play, mein Freund. Ja, ich hole mir erstmal die Rocks, bevor ich hier irgendwas toxic ist. Die Rocks sind zu geil in dem Match. Selbst wenn er auch Rocks legt, die auch gegen mich relativ gut sind. Ich habe 3 Schwächen gegen die Rocks. Ich möchte die Rocks haben. Er Seismic-Tost nochmal, aber jetzt haben wir den Boy erstmal getoxic. Das ist immer schön. Alles ist schöner, wenn es getoxicked ist. Alles ist nicht so nervig, wenn es getoxicked ist. Und Heavy Slam hat 120 Base Power, das können wir dem gleich noch hinterherhauen. Und dann ist er erstmal schön low und muss recovern, und dann können wir ihn schon ganz gut mit Toxic nerven. Es frisst Damage, und unser Steelix ist immer noch in der Range, wo wir diese Sichlor gerade in Rocks liegen handeln können. Hätten mich vielleicht nicht so sehr chippen lassen sollen wegen dem Klingklang. Aber das kriegen wir schon noch gehandelt. Dann nehme ich halt. Wait, das könnte ein Problem werden. Ja, ich kann mein Golbat noch für das Sichlor verwenden. Kind of. Es liegen ja Rocks. Ich glaube, ich slack off mich hier einfach. Oder ich scoute für Toxic. Ich will eigentlich keinen weiteren Seismic-Toss auf meinen Steelix. Und Rocks Damage auf meinem Golbat macht dieses Sichlor zu nervig. Ich glaube, ich. Oder ich. Nein, er outspeedet mich. Ich glaube, ich slack offe. Er geht hart Weaker World. Okay. Das hätte ich eigentlich auch in Erwägung ziehen müssen. Wir haben kein Switchin dagegen. Wir hätten Steelix potenziell auch dafür von voll verwenden können. So nicht. Incineroar wird keine zwei Leben.
Wenn er den Elektro-Move drückt, können wir Rizion gehen. Wenn er den Bug-Move drückt, können wir Golbat gehen. Zumindest wenn er Specs ist. Ich denke, er wird hier World Switch klicken. Soll ich Hard Steelix gehen? Dann kriegen wir halt Probleme mit Sichlor und Co. Bei Sichlor, na, wenn das Scarf mit Jüte nervt mich das viel zu sehr. Rizion kann hier auch zu viel Work machen. Ich glaube, ich riske hier mein Golbat. Dann kannst du auch dieses Skizzle in Kombination mit dem Klick-Klack nervig werden, aber ich glaube, ich riske hier mein Golbat. Auch wenn ich Energy Ball, das ist kein Play. Außer er ist nicht gechoiced, dann ist es in Ordnung. Ist er aber. Also er geht zumindest raus. Kriegen 50% auf dieses Kling-Klang. Damit ist es eigentlich auch handelbar für uns. Besonders, also wenn er kann nur einmal Stromstoß klicken. Ist so die Sache. Und wenn wir da Slowpro gehen und Slack off spam, wird er uns nicht breaken. Und wenn er uns sich hochsetupt, dann drücken wir einfach irgendwann was anderes. Und alles ist schön. Er geht raus und das ist AOE, auch wenn, wobei ich bin mir gar nicht so sicher, ob das AOE ist. Ich meine, das ist schon bulky, das könnte vielleicht auch einfach Spedef sein. Er doublet hier raus in Vikavolt, was ein ziemlich guter Play von ihm ist. Ich wollte gerade sagen, vielleicht bleiben wir einfach drin und predikten, dass er Golbat predicted, aber es bringt uns ja gar nichts, weil dann killt er trotzdem unser Slowpoke. Ich glaube, dann werfen wir hier Golbat einfach ab. Wir haben auf jeden Fall wichtigen Chip auf sein Klingklang bekommen. Warum drückt er nochmal Energy Ball? Und warum kriegt er nochmal den Spedef Drop? Wir rüsten uns hier hoch. Aber ich verstehe den Play mit dem Energy Ball überhaupt nicht. Kann er sich mit seinem Miltank machen mit dem 25% mit Brave Bird? Ich würde es gerne probieren. Okay, als Speed ist 75 machen wir dem nicht. Aber Miltank ist gar nicht so nervig, dadurch, dass es getoxikt ist. Also, ne. Ich meine, Rocks legen kann es nicht und besiegen wird es niemals. Ist alles gut, mit der Zeit chippt er sich weg. Und ich habe mehr Brave Birds als du Milk Drink. Und viel Schaden machst du mir auch nicht, also das stört mich nicht. Welches Savelli ist das? Das ist auf jeden Fall Shiny. Ich treffe es neutral. Zeig mal her. Fairy. Das wird wahrscheinlich ein T-Bolt oder so für uns dabei haben. Oder Psychic vielleicht sogar eher, wenn es das lernen kann. Aber, ich würde ganz gerne roosten und scouten, was er drückt. Wobei, wir haben nicht Death Drop, wir tanken speziell jetzt nichts mehr. Ich glaube, wir können ja ganz gut ins Incineroar gehen. Ich denke nicht, dass er hier für seinen Step-Move geht. Flame Charge. Das macht nicht viel. Z-Move kann er nicht haben. Ich weiß nicht, ob diese Valleys hier EQ spielen. Scheint ja physisch zu sein. Macht auch mehr Sinn, weil ich glaube nicht, dass er Moonblast bekommt und Death and Gleam ist halt relativ weak. Ich glaube, ich möchte hier einfach Flare blitzen. Er ist diezig. Das ist, glaube ich, falsch. Ja, wir killen ihn nämlich mit Flare Blitz. Das ist gut. Für Valley weg im Mon, was ich nur schwer einschätzen kann, wie alles hier. Und er forfaitet. Okay. Das ist halt so auf Low Ladder. Damit muss man leben. Ich habe wahrscheinlich im Titel geschrieben, dass wir Low Ladder spielen. Also wer sich das anschaut, der weiß schon, dass das hier Low Ladder ist. Spätestens jetzt. Und weil ich es schon tausendmal gesagt habe, sagen wir noch zehnmal Low Ladder. Da wisst ihr alle Bescheid. Low Ladder, 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 Low Ladder. Tramper kann Defog und Tramper ist cool. Und Shadysand ist auch cool, weil ich seine Speed Level Challenge habe. Habe ich gerade eben erst aufgenommen. Und er wird Shackle leaden. Ich denke, ich möchte es mit Golbat beantworten und. Oder wobei. Ich beantworte das mit Steelix, toxike ihn, geht dann raus in Golbat und spam Defog. Das ist, glaube ich, die beste Option. Außer er kriegt einfach direkt all seine Hazards for free, weil der toxic misst. Ja, Encore mich ruhig. Ich denke nicht, dass er irgendwas getoxikt haben möchte, weshalb er hier nicht rauswechseln gehen wird, genau. Wenn ich jetzt Defog spamme, ich outspeed ihn leider, wobei ich ihn potenziell dann einfach irgendwann mit einem Brave Bird rausnehmen kann. Er behält sich das. Fuck, ich hab gemissklickt!
Ich wollte defoggen. Dann mache ich das jetzt, weil ich glaube, gegen Tramper kriege ich den Defog. Oder? Draco, wie viel macht er mir? Da kann ich mich, glaube ich, hochrüsten. Der sollte jetzt ungefähr die Hälfte machen, da kann ich mich gegenrüsten. Aber das ist ärgerlich mit dem Missklick. Ich wäre dann nämlich auch nicht unbedingt drin geblieben. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Incineroar. Oder ich hätte vielleicht trotzdem geroostet. Ich weiß es nicht genau. Aber ich will ja auch noch nicht so tryharden, dass ich einen Kalk benutze. Einfach ein paar schöne Kämpfe machen. Wäre zwar vielleicht sehr hilfreich, weil ich hier absolut gar nichts einschätzen kann, aber... Hä? Du machst mir doch nichts und gibst mir Rocks und ich mach dir mit IQ 10 Millionen. Ich weiß sogar gar nicht, was mir lieber ist. Ich glaube, weil ich gegen das Shuggle sowieso immer defoggen muss, nehme ich mir lieber direkt IQ. Er wollte mich rausscaren? Ich meine, ja, du bist ein Feuer-Pokémon und ich ein Stahl-Pokémon, gut und schön. Aber ich habe 3 Millionen Verteidigung für das Tier. Hat Heavy Slam 120 gegen den? Nee, 60. Dann... Du kannst Surf und all den Scheiß lernen, ne? Slowpro hat so wenig speziellen Bulk. Könnte auch Fireblast drücken. Ich glaube, ich pivot trotzdem Slowpro. Und er drückt Hard Draco und killt mich damit. Okay. Slowpro war nicht super wichtig in dem Match. Naja. Vanillex ist hier relativ schön, um schon mal Chip auf dieses Incineroar zu kriegen. Ist HP Fighting eigentlich für Incineroar? Machen wir dem nicht mit Blizzard sowieso ziemlich viel? Wie viel machen wir dem denn mit Blizzard, dem Jungen? Okay, gar nichts. Pfui, ist aber der Flare Blitz. Nein, Incineroar switchen ist doch hoffentlich nicht Incineroar, oder? Doch, ist er, okay. Dann muss ich vielleicht das nächste Mal das Incineroar mit einer HP predicten. Blast ist speziell. Das ist gut für uns. Das ist wirklich gut für uns. Und ich glaube, ich mache jetzt auch einfach Plays und drücke U-Turn. Weil er ist speziell, das traut er sich nicht, dieses Matchup zu taken. Er geht Shady Sand, genau, macht das. Bei Shady Sand uns nicht walled. Was spricht gegen Mirizion? Er hat sein Skizzle, das spricht dagegen. Okay. Aber ich muss, glaube ich, Mirizion gehen und... Hat er irgendeinen anderen Play außer Skizzle? Falls ja, würde ich einfach Set Steinkante drücken. Er könnte noch in Sinnoh gehen, aber ich glaube, Set Steinkante ist hier ein guter Play. Continental Crush. Ja, Incineroar Wack ist auch sehr schön. Da können wir nämlich schon mal mit Freeze Drive von unserem Vanillox super viel Work machen. Und das ist ja an sich auch nervig für Rirision, wobei es gar nicht so nervig durch Stone Edge ist. Aber das Wack ist schon mal schön. Es ist auch ein bisschen nervig für unser Incineroar, wobei unser Incineroar ja Science 1-1 besiegt. Wir hatten keinen richtigen Switchen, also es ist schon schön, dass das Wack ist. Während dieses Skizzle uns eigentlich scheißegal ist. Also es bringt ihm halt Momentum. Aber das war's. Und wenn er einmal nicht auf U-Turn geht, dann gewinnt er auch kein Momentum damit. Aber ich werde es auch nicht riskieren gegen dieses Skizzle an Skizzle an der Stelle. Skizzle ist die Weiterentwicklung. Ja, sieht man. Audio-Spiel und so. Aber die Rocks werden das auch nochmal stark einschränken. Ich gehe jetzt auf Toxic. Nein, ich kann mir zu gut vorstellen, dass er in Potrot geht. Deswegen drücke ich Heavy Slam. Potrot ist doch nicht schwer, oder? Und da sollten wir dem mit Heavy Slam auf jeden Fall sehr viel Schaden drücken können. Vielleicht nehmen wir ihn sogar in Kombination mit dem Gift raus. Das wäre schön. Und dann gehe ich, glaube ich, auf, wenn wir ihn nicht rausnehmen, einfach Hard Golbat, weil ich will ihm nicht die Sticky Wraps geben. Das ist einfach zu nervig für Vanillox, aber es droppt einfach durch das Gift. Wunderschön. Weg ist es. Yokai Tendo joint. Der ist mir schon ein paar Mal nachgejoint. Bist du ein Zuschauer? Bist du ein Zuschauer oder bist du einfach nur sehr aktiv? Lol, meine Freunde. Ein nicer Fanboy am Start. Okay, ja, du bist ein Zuschauer. Hi, ich schreibe mal, dass ich aufnehme. Nehme gerade auf. Tramper. Oh, speed ich das?
PSI Beams 1 Pokespot. Ah, hi Pokespot. / DT Steelix und / DT Tramper. Ich denke nämlich, wir können das mit dem Heavy Slam. Okay, er hat 6 Speedpunkte mehr. Wo ist denn unser Draco Switch hin? Der drückt nicht nochmal Draco. Ich denke, wir können jetzt gerade. Ja, wenn er Surf drückt, würde ich nicht in Sinnoh gehen. Weil was macht denn in Sinnoh noch in dem Match? Wir können in Sinnoh hier riskieren. Er geht auf Blast. Da, what? Wie viel macht das? Bitte? Das ist doch Specs. Specs Tramper? Krass. Ich glaube, ich will ja Darkest Lariat drücken. Sieht jetzt alles in seinem Team super gut aus. Das ist er und das. Ja, nach Rock sollte das auch ein Kill sein. Kabutops sollte das leben. Und warum haben die da einfach die Flare Blitz Animation genommen? Das ist richtig bad. Ach, sehe ich auch noch am Start. Ja, hi. Na, lass ich es droppen. Es ist eigentlich noch ganz schön, damit das Tramper nicht Free Fire Blasts drückt. Während Golbat. Was macht Golbat noch? Golbat handelt mir noch das Skiffer, aber das kann ich ja eh mit Steelix hart countern und es liegen Rocks. Also Golbat. Oh wow, das macht ja gar nichts. Und ich dachte, das wäre zumindest ein Tool-Hit. Aber er nimmt mich jetzt eh raus. Er fragt, wie meine Aufnahme läuft. Low Ladder. Alt. Wir werden ihn jetzt die Aufnahme ordentlich versauen, XD. Ja gut. Also, ne? Nee, das kriegen wir gar nicht hin. Scarfed ist das nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Wobei Virizion ist sogar noch besser als Vanillix hier zu gehen, weil selbst wenn er scarfed ist. Waterfall halt. Okay, Sigi möchte mir die Aufnahme nicht versauen. Das ist schön. Ich glaube, Edge ist hier der richtige Play, auch wenn es missen kann, weil. Ja, genau deswegen. Weil Leaf Blade vielleicht sogar auch ausgereicht hätte. Und warum predict ich den Skizzle? Es ist. Ach! Ja, hi! Es kommt die ganze UDL hier rein, oder wie? Ja, gut. Hätte ich vielleicht doch streamen sollen. Er wusste sich hoch. PS, das Thumbnail ist noch falsch. Ist vom UDL Draft noch drin. Hä? Ich stream doch gar nicht, lol. Oder stream ich doch? Stream ich? Okay, ich habe hier gleich einen Cut gesetzt, weil ich außersehen gestreamt habe. WTF? Na dann? Warum macht mein Programm sowas? Mick. Meta schreibt Mick in den Chat. Der bin ich. Kann ich hier Revision reinwerfen? Ich glaube ja. Das ist kein Pew. Nein, aber Enyu. Das ist Enyu Meta. Enyu, das ist zumindest Enyu. Oh, Willow. Das ist ja blöd geworden. Zum Glück habe ich die nicht gefressen. Ich Leafblade jetzt einfach. Dann kriege ich zumindest schon mal einen Crit. Naja, auch gut. Mit Enyu kann der liebe Meta auch leben. Der wollte eigentlich das Pio spielen, aber Pio war mir dann etwas zu low. Da wollte ich erstmal Enyu. Dann bin ich erstmal ein bisschen in das Low-Tier-Gedöns reinkommen. Danach können wir weitermachen mit Pio, wenn ihr das wollt. Lass ich mal durchgehen. Meta lässt es durchgehen, dann ist ja gut. Bin ich hoffentlich nicht mehr live. Das ist komisch. Ich habe bei OBS geguckt. Es stand nichts von Streamen da. Es stand halt Aufnahme stoppen und Streaming starten als Option. Das heißt, ich nehme auf und streame nicht. Das ist WTF. WTF. Warum war ich plötzlich live? Ich gucke jetzt nochmal, ob ich nicht live bin, während er überlegt. Okay, der Gegner hat seinen Timer auslaufen lassen. Nächstes Match. Und hier sieht man es auch nochmal. Der Tarius hat mir geschrieben, Mick, du bist am Stream. Lol, du Lappen oder irgendwie sowas. WTF. Oh, Swirlbat, das weiß ich, das. Das ist der King, das ist wie Bidifuff. Aber der Junge, der will von Vanillux gesweept werden. Wir leaden aber nicht damit, weil wir viele One-Hit-KOs nicht kriegen, wobei eigentlich nur Cam Rip nicht und da können wir relativ gut unser Slowpro reinwechseln, deswegen ja, okay. Aber da können wir Slowpro gehen, da verliert man nichts. Selbst wenn ihr Earth Power drückt, das sollte uns nicht zu viel machen und oder legt einfach die Rocks. Oh, wir hätten ihn einfach twitten können. Das wäre so lecker gewesen. Warum haben wir das nicht gemacht? Ja. Ich denke, ich gehe ihn raus in sein
Sein Leafeon, dagegen kann ich Psyschocken und es schon mal anchippen. Oder ich fisch für eine Scaldburn. Da das Leafeon sowieso von Golbat super gut gehandelt wird, nehme ich lieber den Chip. Serpo, du bist Dreck. Ich hätte auf jeden Fall Scald gedrückt, hätte ich gemacht, wie wenig, gewusst, wie wenig das macht. Ich glaube, weil das so einen hohen physischen Bulk hat, werden wahrscheinlich sogar ein. Oh, Scheiße. Ja, Golbat, du heute mal ohne Evolied. Warum kann das Teil denn auch ein Knockoff? Ich meine, klar, alles kann Knockoff gefühlt, aber warum kann das Teil Knockoff? Du wirst mir kein Defog geben? Ich nehme mir einfach Defog. Ich Brave Birde dich jetzt in Range für Vanillux. Wieso hat der Dude ein Auras Pio-Team? Kann ich aber respektieren. Okay. Also ist das scheinbar hier Auras Pio und jetzt feiert Meta das sogar. Also, cool, dass du Auras Pio spielst. Lavablume. Ja, nimm halt meinen Golbat. Golbat ist eh nur Golbat. Das kann eh nichts. Und ich möchte kalken, ob Vanillux das killt. Das ist way too wichtig, um. Way too wichtig, genau. Um das einfach so zu drücken. Weil ich habe absolut keine Ahnung, wie gut Vanillux ist. Nein, wir sind leider nicht gespaxt. Wir sind auch leider auch nicht modest. Naja, ja, so geht das schon. Ist egal. Gegen Camerupt, normal. Für Trick Room Attacker. Blizzard. Würden wir es noch nicht rausnehmen, also gehen wir Vivion first. Oder Slowpoke first und Scalden. Naja. Doch, doch, Steelix handelt das Leafeon auch ziemlich gut. Da er Lefties ist, kann ich mir auch. Alles klar, er gibt mir seinen Kamurpt. Kann ich nehmen, auch wenn natürlich die Rocks super nervig sind. Das bedeutet, ich muss basically einmal mein Vanillux in Position bringen und bin glücklich. Ja, für dich habe ich einen Cinewar. Dem machst du nichts. Da machst du nichts, mein Freund. Der Shadow Ball, der ist mir egal. Der macht gar nichts. Okay, nicer Spedestrop an der Stelle. Wo ist dein Switch hin? Ich drücke jetzt einfach Darkest Lariat und er T-Raved mich, das ist schön, gib mir den Kadabra. Oder zumindest lass mich dein Kadabra auf den Sash runter und damit kann ich auch schon leben. Jetzt kann ich wunderbar U-Turn drücken. Auch wenn es natürlich blöd ist, jetzt geparat und alles zu sein, wegen diesem. Oder eben das auch noch. Ich hätte wunderbar jetzt Vanillux reinbringen können und mir schön Kills nageln, aber dann halt nicht. Er schlägt mir die Lefties ab. Okay. Toxicen wir hier einfach mal irgendwas. Oder die Rocks sind, glaube ich, ziemlich clean, um mit Vanillux durchzugehen. Sache ist die, dass er potenziell Scarf hat. Du Leafeon, ich glaube, du frisst viel von Heavy Slam. Beides hat einen hohen physischen Bulk. Will ich das vielleicht lieber Toxicen? Nein, ich bring's einfach in Range für meinen. Ihr wisst schon, für was ich es in Range bringen will. Ich denke nämlich einfach, dann brauche ich eigentlich nur noch ein bisschen Chip auf dem Mysterious und muss sein Scarf identifizieren. Dann, also eigentlich muss ich sein Scarf auch vernichten. Dann ist vorbei für sein Team, weil dann kommt Vanillux und drückt Blizzard und dann sterben Pokémon. Mindestens, nein, maximal 5, aber da ja nur noch. Okay, Junge, du wirst jetzt getoxigt. Halt dein Maul. Du bist mir zu nervig. Du wirst jetzt getoxigt. Ist das Bulky oder so? Oder warum spielt das Synthese? Vielleicht spielt es doch einfach Synthese, weil es keine Cowage mehr hat und irgendwas muss es ja spielen. Jetzt nervst du mich nicht mehr, okay? Jetzt spammst du nicht mehr Synthese. So macht man das. Leaf Blade. Ach, macht gar nichts. Da können wir es ja fast schon mit den Leftovers gegenheilen. Jetzt gewinnen wir sogar das 1v1 gegen Leafeon hier. Easy. Und Steelix ist auch ein Problem für ihn. Komm, geh es einfach Mysterious, weil du dumm bist. Gib mir den Chip und lass mich gewinnen. Das wäre schön. Aber Vanillix ist ja wirklich gut in dem Match. Dank Lefties tanken wir auf jeden Fall noch ein. Ein Crit könnte uns eventuell rausnehmen auf der Way. Ach, er hat uns die Lefties weggenockt. Okay, dann sollten wir noch einen tanken können. Nee, in dem Fall nicht. Es war keine hohe Roll, die er getroffen hat, also kann ich mich da nicht beschweren. Eigentlich müsste er Mysterious gehen. Eigentlich müsste er. Er geht Dodri, dann ist das wahrscheinlich gescarft. Aber
Ja, okay, das könnte ein Problem werden. Ich glaube, ich möchte mir Incineroar am Leben erhalten und Slowpoke ist physisch so bulky, das kann ich in Dotri reinwechseln. Brave Bird? Ach, das macht einfach 50%. Das ist einfach crazy. Dann sack ich, glaube ich, meinen Incineroar. Oder sack ich Leafeon. Leafeon verliert gegen Spurbit und gegen Kadabra und gegen Dotri. Und auch Mistrevious macht viel dagegen, also werfe ich das ab und. Droppt er mit? Nee, okay. Nach Regenerator kann Slowpoke sich ja wunderbar gegenheilen. Er kann sein Brave Bird klicken. Ich hoffe, er kriegt keine Max Roll. Haben wir gelebt. Sehr schön. Jetzt haben wir unser Slowpoke healthy. Und jetzt steht einem Sweep wirklich nichts mehr im Weg. Außer dieses Mistrevious. Aber. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie sich der Kampf entwickelt. Ich denke, wir sollten das gewonnen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben das gewonnen. Also, wir bekommen halt jetzt unser Kill. Dann muss er mit Grievous gehen. Da können wir ins Sinnoh wechseln. Sollten zwar jetzt tanken und wenn wir keine Fullpower haben, können wir das Mysterious besiegen. Rauswechseln bringt ihm nichts, weil wir auch Thrubert one-shotten. Und wenn nicht, dann hängt es halt. Thrubert verliert auf jeden Fall. Thrubert ist auf jeden Fall ein One-Shot. Ja. Na, dann können wir auch einfach Blizzard klicken. Dann haben wir das auf jeden Fall gewonnen. Ja, nice. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft. What? Hätte gedacht, das macht mehr. War mir nicht ganz sicher, ob es killt, aber mehr Schaden ist auf jeden Fall erwartet. Das ist wahrscheinlich Evolit. Spielt man das so? Ja, da man Traunmagil in dem Tier auch spielen kann, soweit ich weiß. Muss es natürlich Evolit sein, damit es Sinn macht, das zu spielen, außer für Style-Punkte natürlich. Aber. Das sollte jetzt killen. Ich claim mir den Victory und suche mir einen neuen Kampf. Wenn der noch mit zurückkommt, kann ich eh einfach noch einmal Blizzard drücken und weg ist er. Und notfalls habe ich immer noch Incineroar. Also den Kampf haben wir gewonnen. Das ist sehr schön. Ist das der letzte oder machen wir danach noch einen? Ich würde fast sagen, das ist schon der letzte Kampf, den wir uns jetzt suchen. Dann sehen wir nämlich ein bisschen aus Lowlander da raus. Dann haben wir schon mal was geschafft. Und unser Gegner, der scheint nicht zurückzukommen. Wo ist unser nächster Kampf? Gebt mir bitte ein. Leute, bitte, bitte, gebt mir ein, bitte. Oh, hier ist der nächste Kampf, Leute. Leute, hier ist der nächste Kampf und. Oh shit, ich meine, der Dude war gut. Der scheint gut zu sein. Okay. Können wir den Kampf schließen? Ja, können wir. Yama ist, glaube ich, ziemlich stark. Rocks sehen wieder sehr angenehm aus. Das ist wahrscheinlich Defog Rotom. Rotom Moor ist sowieso so ein kleines Problem. Wir haben zwar Incineroar und Vanillox, was halt gut Revenge killt, so wie Virizion. Okay, eigentlich ist nicht so das Problem. Virizion sieht hier ziemlich clean aus. Auch wenn da halt noch dieses Zierfenster ist. Ich glaube, ich leade auch damit. Yama. Besiegen das 1v1? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe jetzt keinen Bock zu kalken. Ich riskiere es einfach. Ja, er geht auch raus. Wahrscheinlich hätten. Er sieht hier unser Rockium C. Okay. Okay. Sinnoh sollte ja eigentlich vollkommen safe sein. Er hat halt Wisp und alles. Ja, auch das ist kein Problem. Darkest Lariat. Hat er viele safe Switch-ins für. Ich glaube, ich EQ hier sogar einfach mal auf sein eigenes Incineroar. Und. Ah, Seismitoad tot. Okay, schade. Aber wir können zumindest raus U-turn, oder? Was? Das ist schneller? Sind wir Speedy investiert? Nee. Ja, dann muss ich halt hart rausgehen. Ist auch okay. Ich will kein Scaldburn auf Frisium riskieren, das ist dafür zu gut. Ich glaube, ich gehe Slowbro. Er legt die Rocks. Kann er machen. Ich glaube, ich kann hier ein bisschen was reißen, wenn ich mich hochcall meinte. Ha, Agitat Rotom. Das ist ein guter Play. Aber jetzt muss er eigentlich Leaf Storm drücken. Ich glaube, die Balls, um an der Stelle zu predicten, hat er nicht. Dann kann ich Golbat gehen und defoggen. Beziehungsweise Roosten muss ich gucken, was mir lieber ist. Hat er die Balls für crazy? Hätte ich mich jetzt hochgeheilt, hätte er ein kleines Problem gehabt. Cryogle sollte mich outspeeden. Ja, easy outspeedet mich das. Da kann ich zurück ins Slowpoke gehen.
Vielleicht Double Dare, das wäre crazy. Es könnte auch Hazard Removal Cryogre sein, fällt mir gerade auf. Und der geht hart auf den Freeze Dry. Der Dude, der zerlegt mich. Das Slowpoke brauche ich mir eigentlich auch an der Stelle jetzt nicht mehr am Leben erhalten. Selbst mit Regenerated, das kriege ich nicht mehr hoch. Oh lol. Das ändert natürlich die Sache. Ja geil. Werfe ich jetzt mein Golbat ab. Ich will eigentlich die Rocks nicht liegen lassen. Ich kann noch gegen das Yama defogen. Ich denke, der wird jetzt nochmal auf den Freeze Dry gehen, weshalb ich in Sinuwa gehe. Wenn er Knock drückt, interessanter Play auf jeden Fall, aber nicht schlecht. Jetzt U-Turn ich auf seinen Seismitoad. Dem will ich nicht nochmal Momentum geben. Und das gibt meinem Vanillux Momentum. Und ich will, glaube ich, erstmal eine HP Fighting oder so auf dieses ziemlich sicher rauskommende, ihr wisst schon, Incineroar bekommen. Weil das nämlich relativ nervig ist. Auch für Virizion nicht so nervig, aber das stimmt, so nervig ist es eigentlich gar nicht. Will ich mich einfach hochboomen? Nee. Ich glaube, ich will da trotzdem eine HP Fighting drauf bekommen. Wie viel macht die denn? 25%. Okay, mit Hagel ist es ganz netter Chip. Jetzt haben wir halt kein Switching, das ist so ein bisschen das Problem. Da geben wir dem zumindest nicht ganz so viel Momentum. Ich habe hier mein eigenes Incineroar ab. Ich glaube schon, wir haben eh keine EUI mehr. Ja, komm hier. Nimm dir deinen Kill. Er U-turnt sogar raus. Das bedeutet, wir leben zumindest noch. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Wobei, wir sterben eh am Hagel. Okay, dann ist es eigentlich gut. Was bieten wir den? Wir outspeeden den Jungen. Und Virizion ist ja ziemlich sweet. Ich denke, ich mache auf gar keinen Fall irgendeinen Play. Ich drücke Hard Close Combat. Wobei, das Knorr kommt hier wahrscheinlich wieder rein. Ich glaube, der kann mir kein SD erlauben, der hat Rocky UMC gesehen. Okay, doch, er geht das Knorr. Krass, also hätte ich mich hier SD'd, wäre ich ganz schön durch dein Team gebrochen, aber okay. Hat ja funktioniert. Jetzt habe ich meinen Incineroar auch nicht mehr. Ice Punch wird er wahrscheinlich wieder klicken. Kann ich Bro gehen. Und er doppelt raus in seinen Rotom. Werfe ich, glaube ich, mein Golbat einfach ab. Das ist eh so low, selbst wenn ich noch Defog bekommen könnte. Dann, das gibt mein Vision wieder Momentum und diesmal gibt es mir so viel Momentum, ich kann eigentlich Free SD drücken. Spricht eigentlich hier nichts dagegen. Und was kommt? Wisp. Okay, so free ist es dann doch nicht. Never mind. Logisch kann das Wisp. Und es lebt sogar und jetzt kommt nochmal Wisp und es trifft, aber wir haben so gesehen, das ist sie, was das ausgleicht. Ich weiß nicht, ob er es hier abwerfen will. Ich glaube nicht. Ah, das war dumm, dass ich das vergessen habe. Oh, er geht ins Cinnamon. Das outspeeden wir. Er will das wahrscheinlich abwerfen. Oder er ist Fake Out. Er ist vielleicht Fake Out. Oder er, ja, ich glaube, er wirft es ab. Seismitoad dropped. Nicht? Okay. Krass, das war ein plus 2 SD, so, plus 2 SD, genau. Plus 2 CC. Das Yama wird wahrscheinlich Prius haben, um mich zu revengen. Und dann gehe ich dagegen lieber Slowpro, wenn jetzt Yama reinkommt. Gegen alles andere bleibe ich drin. Das Knorr. Ja. Du droppst auch gegen plus 2 Continental Crush, was ich basically bin. Oh, Shadow Sneak killt fast. Ist das Bandit? Das könnte sogar Bandit sein. Auf jeden Fall Drops, das ist schön. Lebe ich noch im Burn? Nein, okay, schade. Er geht wahrscheinlich in sein Cryogre. Da möchte ich fast schon mein Slurfo reinholen. Und der Steelix. Steelix ist ja, glaube ich, auch not bad. Der Steelix besiegt alles außer Yama und in Yama habe ich ein Switch-In mit Slowbro. Wir haben kein Item mehr, also Nock macht uns auch nicht so viel, solange nicht Dark UMC ist. CC, essen wir auf. Den essen wir zum Frühstück. Ich möchte Psy-Shocken. Er geht in Sinua, okay, das ist ein guter Play.
Der Dude ist wirklich gut. Ich glaube aber, ich kann ja, wenn er Darkest Area drückt, in mein Steelix gehen. Das sollte danach noch ein Flareblitz leben. Hoffe ich. Wäre das auf jeden Fall wichtig. Ja, ich glaube schon. Brauche ich die Rocks jetzt nochmal Late Game? Late Game Rocks könnten potenziell meinen Vanillux nochmal was erlauben. Und erlauben dem Rotom nicht mehr unendlich viele Switch-ins. Okay, er ist Blast. Aber selbst den leben wir. Er burnt uns. Das ist aber okay. Die Sache ist natürlich die, dass dieses Insane War jetzt ein Riesenproblem ist. Aber ich glaube, so haben wir zumindest eine Chance, mit Vanillux nochmal durchzugehen. Ich weiß nicht, wie viel uns Darkest Lariat macht. Okay, knapp über 50%. Das ist auf jeden Fall noch nicht Range für Vanillux. Eigentlich muss ich das Vanillux gehen, hoffen, dass wir eine Darkest. Nein, das macht uns über 25%. Wir müssen basically auf einen Blizzard Crit hoffen. Gewinnen wir denn, wenn Blizzard crittet? Ich glaube nicht. Aber HP Fighting ist auch nicht der Play. Nee, das macht ja gar nichts und er nimmt mich raus. Okay. Schade. Dann machen wir noch ein Match. Der Dude hat wirklich ein paar Plays gemacht. Die waren, glaube ich, nicht schlecht. Auf jeden Fall haben sie funktioniert. Das ist das Wichtigste bei Plays. Wenn sie funktionieren, kann man sich nicht so sehr drüber aufregen. Auch wenn manche Plays auch nicht gut sind, nur weil sie funktionieren. Genauso wie manche Plays nicht schlecht sind, nur weil sie nicht funktionieren. Aber grundsätzlich kann man erstmal sagen, wenn ein Play funktioniert, war er auf jeden Fall nicht komplett scheiße. Hier haben wir noch ein Match und hier ist einfach ein Ursaring. Ursaring zerlegt doch alles und ein Lee-Rennie. Dem Lee-Rennie will ich keine Webs erlauben, deswegen lead ich mit Golbat. Wobei ich sie eigentlich toxicen müsste, um sie zu finden. Und er leadet direkt mit seinem Rhydon. Okay. Steelix ist ja, glaube ich, nicht der Switch-in, sondern Slowpoke. Ich glaube, Slowpoke handelt es man besser. Er gönnt sich First Turn Rocks. Ich glaube, ich will mich jetzt sogar direkt hochcall-minden. Ich glaube, das macht mich bedrohlich für ihn. Weil Jellicent mich dann nicht mehr wegkriegt und die anderen Mons handle ich ganz gut so. Er könnte mich jetzt toxicen oder taunten. Ja, okay, taunt ist eine Option. Wusste ich nicht, dass das eine Sache ist. Er wispt mich. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Okay, aber das Teil besiegt mich 1v1. Andererseits, in der Turn, wo er mich tauntet, dann kriege ich einen zweiten raus. Also, nee, der besiegt mich 1v1. Glaube ich, aber ich kann erstmal noch ein bisschen ihm auf die Nerven gehen. Recover Stone und so. Vielleicht kriege ich ihn weggechippt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das funktioniert für mich. Erstmal ein paar Recovers wegstone und nein, okay. Okay, do, okay. Aber ich möchte auf diese Turn rausgehen, weil er dann zumindest knapp über 50% nur ist. Kann ich sogar in Vanillix gehen? Will ich das? Ich glaube, Reason ist besser. Ich glaube, Virizion ist ja besser. Und er recovert sich nochmal. Okay. Ich hätte mich jetzt nochmal hochcall-minden können. Hat er ein Switch-In? Ich glaube nicht so richtig. Also außerhalb Delphox. Weil Delphox hat Speed Mirror und kann danach Continental Crush draufhauen. Also es ist kein Switch-In. Und das macht guten Schaden. Er wispt mich. Ich glaube, wir nehmen ihn mit dem nächsten Leaf Blade nicht raus, deshalb ich ja SD drücke, um meinen Attack zurückzubekommen. Und warum mussten hier alles, was ich mit Reason handeln, killen möchte, mich einfach burnen? Das nervt. Plus 0 Continental Crush? Oder bist du Scarf? Wenn es nicht gescarft ist, besiegen wir es. Wenn es gescarft ist, kriegen wir Informationen. Wir sind eh geburnt. Wir sind eh geburnt. Wir haben zwar unser Darkest Lariat Mon, aber ja, ich möchte da keinen Rock. Okay, er scoutet für den Continental Crush. Guter Player an der Stelle. Ich denke, der geht jetzt zurück in Delphox. Ich drücke nochmal die Edge. Ich will dieses Delphox-Low bekommen. Sehr schön, bitte hitte, bitte. Wisst ihr, wie wichtig das gewesen wäre? Wisst ihr, wie wichtig dieser Schaden gewesen wäre? Ach man, wir hätten das sogar danach rausnehmen können. Okay. Er blastet mich hier.
Wir haben zumindest den Schaden auf Delphox, den wir brauchen. Können ja jetzt eigentlich direkt Vanillux gehen und Freeze-Dry drücken. Er hat keine Switch-ins mehr. Das ist schön. Er ist auch auf jeden Fall low genug, dass er auch das Delphox mit Freeze-Dry killen könnte, mir nichts erzählen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das reicht. Ich meine, the flawless win, den hast du schon mal hier nicht erzielt, weil du einen Mon verloren hast. Die Sache ist halt die, wir bekommen immer nur einen Kill, glaube ich. Solange bis irgendwas gegen dieses Hitmonlee unternehmen zumindest. Welche Range ist dieses Jelly Sand? Gar nicht mal so hoch. Das möchte ich eigentlich auch nicht hochkommen lassen. Ich glaube, ich stapel raus in den Cinnabar, von das vielleicht ein bisschen komisch aussieht. Weil dann kann er sich nicht hochheilen. Wegen Darkest Lariat. Okay, er spammt Knock. Das ist blöd. Aber zumindest frisst er jetzt Chip, was gut ist für, again, unser Vanillix. Mach Punch, das killt schon direkt. Okay, fuck. Na, dann kann er zumindest nicht reinwechseln, aber dann... Dann müssen wir jetzt Psy-Shocken mit Slowbro, da geht kein Weg dran vorbei. Das müssen wir jetzt machen, sonst wird dieses Hitmonlee zu einem Riesenfred. Problem ist, dass diese Jelly Sand uns hier jetzt nerven kann. Oder geht einfach in den Village Breaker. Ich weiß, dass das Teil CC hat und ich weiß, dass das Teil super strong ist, aber ich traue Golbat das zu, das zu handeln. Golbat ist super fett. Ja, handeln sieht anders aus, mein Freund, aber uns bieten wir wenigstens. Wenn er Full Speed ist, nicht und ich rechne mit Full Speed, okay. Dann Brave Bird. Okay, wir kriegen zumindest nochmal sehr viel Schaden drauf, der uns eigentlich nichts bringt. Ich glaube, ich hätte lieber defoggen sollen. Ja, defog wäre besser gewesen. Ich ging halt davon aus, dass uns eh killt. Ah. Freeze-Dry sollte uns hier einen Kill sichern. Ja, aber ich glaube, den Kampf haben wir verloren. Wegen dem Mach-Punch auf. Wobei, vielleicht kriegen wir es gechippt mit Hagel plus Life-Orb, dass er nicht uns handeln kann. Wobei, er uns, glaube ich, eher mit Rocks gechippt kriegt. Gerade wenn er Sashley Rennie ist. Ich gehe jetzt hier hart raus in Slowbro. Ich will ja eigentlich nur, dass er Chip frisst. Er hat keinen Wish-Support oder so, das bedeutet, er ist chipbar. Und wenn er einmal weg ist mit seinem Hitmonlee, dann sieht's gut für mich aus. Der Knock, der macht schon so eine blöde Damage-Zahl. Ich glaube, ich wechsle hier noch ein bisschen hin und her, damit er... In der Hoffnung, dass ich ihn wegbekomme. Ich muss ihn mit meinem defensiven Core wegbekommen. Er frisst halt jede Runde 16%. Also er kriegt noch 2 Attacks raus. Das reicht. Das reicht für mich. Das reicht vollkommen aus. Oder er misst einfach den High Jump Kick. Okay, dann stirbt er schon diese Türen. Das ist natürlich auch eine Option. Das nehme ich natürlich dankend an. Fuck, wenn diese Jelly Sense sich voll recovern kann. Was ich nicht zulassen werde. Er geht die Rennie. Das ist, glaube ich, kein Play. Nee, das ist auf gar keinen Fall ein Play, weil er sich damit sein Sash zerstört durch den Hagel. Kriegen wir jetzt ein Sweep? Rhyperior lebt wahrscheinlich noch. Oh, die Raps. Die Raps sind ein guter Play. Fuck, fuck, fuck. Byword's bieten trotzdem fast alles. Wir müssen gucken, dass wir nicht gegen die Rennie verlieren, was sich selbst die Raps aufgesetzt hat, um zu sweepen. Wenn Steelix jetzt noch einen Hit lebt, was ich glaube, und diese Lee Rennie wegbekommt, haben wir gute Karten zu gewinnen. Ich Harry Slam hier. Ich hoffe, Jelly Sand, das droppt niemals. Das droppt nicht ansatzweise. Aber das kann ich toxiken. Es scaltet mich, ich bin fast tot. Und ich verliere das gegen Lee Rennie. Ich lege nochmal Rocks aus für das Lee Rennie, aber... Ja, ich verliere gegen Lee Rennie wegen den Webs. Weil er damit nämlich mein Scarf auscancelt. Ich drücke auch Blizzard, weil das gegen das Jelly Sand auf jeden Fall reicht, um dieses Rhydon sicher rausnehmen zu können. Aber ich verliere gegen Lee Rennie, glaube ich. Außer es ist irgendwie uninvestiert. Wenn du uninvestiert bist, dann speed ich, glaube ich, aber nee. Oder wir tanken einfach. Ja, nee. Stick, das zeigt schon, es gibt Sand, okay. Also,
wenn es euch gefallen hat mit dem Stream, aus Versehen mittendrin, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Wertung. Abonnieren, um nichts zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.